Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, the fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noir. Wer spricht mir hier wieder dazwischen? Naja, also, willkommen zurück. Ein neuer Fall im Morddezernat. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefällt, lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und dann begeben wir uns bei diesmal nicht so gutem Wetter mit Rusty Galloway, der übrigens Finbar auch heißt, zu unserem nächsten Fall. Und wir jagen immer noch sozusagen den Black Dahlia. Mörder, ich habe euch ja erzählt, Alter, so eine schöne Stadt, so ein Scheißwetter, naja, muss auch sein. Oh, komische Lichtbugs. Und zwar müssen wir jetzt hier einsteigen, genau. Black Dahlia Mörder, ich habe euch ja gesagt, alle Mordfälle in diesem Dezernat gehören mehr oder weniger miteinander irgendwie zusammen, also hängen miteinander zusammen. Und ja, wir werden auch in diesem Fall wieder auf sehr merkwürdige Typen treffen, sehr spannende Geschichten, lustige Unterhaltungen führen und von daher lehnt euch zurück, genießt die Show und wie gesagt, unser erster Ort, natürlich der Tatort. Secure. The rest of the patrolmen are going door to door canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m. But it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Tja, also, dann fangen wir mal an, die Leiche und den Tatort hier zu untersuchen. Es ist ein bisschen anders als bei den anderen Fällen, ganz klar. Bei den anderen Fällen waren die Frauen ja nackt und waren beschriftet und waren ja völlig zur Schau gestellt. Hier ist das aber gar nicht so. Wie gesagt, hier fehlt zwar auch der eine Schuh, also der weiße Schuh, deswegen heißt dieser Fall weiße Schuhe in einem Mord. Ja, Schmuck fehlt, aber wir gucken uns mal die angezogene Leiche an, die nicht viel besser aussieht, als wenn sie nackt wäre. Und wir haben als ersten Hinweis diesen Zettel aus der Wäscherei. Genau, das ist nämlich jetzt unser erster Hinweis. Ich nehme wieder mein schlaues Handy, weil ich will natürlich wieder 5 Sterne erreichen. Und das geht nur, wenn ich alle Hinweise finde und jede Frage hinterher bei den Verhören richtig beantworte. Von daher habe ich mein Handy so ein bisschen zur Benutzung oder zur Hilfe hier als ja, vor mir liegen. Und ihr seht, weder an dieser Hand noch an der anderen Hand, wenn wir da gleich hin switchen, gibt es Schmuck. Ne? Anders als bei den anderen Fällen, da fehlt also nichts, aber dafür fehlt halt dieser weiße Schuh. Hat der Mörder wohl diesmal sich was anderes zur Brust genommen. So, jetzt gehen wir mal zu B. Wir gehen das mal ganz so chronologisch vor. Das sind Fußspuren, glaube ich, ne? Genau. Die Fußspuren, die zur Leiche führen. Killer was moving around, surveying the scene. Ja, hat ja schon ein bisschen Erfahrung, ne? Wenn das nicht die eins oder die erste Frau ist, die er umbringt, dann ist das halt so, ne? Dann kennt man sich immer besser aus. Dann haben wir hier noch die Autospuren. Auch nicht zu übersehen. Our driver and our killer are most likely one in the same. Möge man jetzt meinen, zunächst. So, wir sehen hinten das Telefon wieder aufleuchten. Wir müssen jetzt nämlich erstmal die Adresse rausfinden von dem Laundry-Dingsbumser, also von der Wäscherei, um dann anhand der Nummer den Namen rauszufinden, oder? Ach nee, da kommt erst noch mal ein Kollege mit einer Nachbarin, die uns jetzt erst noch mal eine wichtige Aussage geben wird und dann rufen wir an. Fein gekleidet, ein bisschen frisch, um Rock zu tragen, aber sie wird schon wissen, was sie tut. Detectives. I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us.
Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Also, 55 Jahre jung, Zeugin und Anwohnerin von Signal Hill. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Ein Obdachlosen, das stimmt, das sagt sie die Wahrheit. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Mhm. Sie bekommen auf jeden Fall einen Ehrenplatz Mitarbeiterin des Monats bei uns im Dezernat auf dem Zentralrevier. So, jetzt müssen wir gleich zwei Adressen rausfinden. Einmal von dem Obdachlosenlager und dann, wie gerade schon angekündigt, die von der Wäscherei. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks. Na, perfekt. Als hätte die Frau geahnt, dass wir genau diese Infos haben wollen. So, beide Infos haben wir. Jetzt fahren wir zuerst zu der Wäscherei. Und dann bin ich aber der Meinung, fahren wir erst zu der Wohnung der Leiche. Nee, Rusty, das ist der falsche Platz. Rück mal einen rüber. Where exactly are we going? Das weiß er doch mittlerweile seit vielen Fällen, dass er der Fahrer ist und ich derjenige bin, der die Fälle quasi im Alleingang regelt. Aber dazu gehören immer zwei und Rusty muss auch immer dabei sein. So, Superior Laundry Services, 12.22 p.m. Eine nette kleine Wäscherei. Würde ich auch hingehen, wenn ich alleine wohnen würde, ganz klar. Ich würde mir doch nicht eine Waschmaschine kaufen, bin ich verrückt. Ah, oder ich würde vielleicht mal eine mitnehmen. Ich suche mir einfach hier die beste aus und ich lasse sie einfach mal so mitgehen, so hinterm Rücken. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. At least the rain stopped. Alles klar. Change back into those white bucks now. Alles klar, Rusty. Dankeschön für den Nebensatz. Also es hat aufgehört zu regnen. So, jetzt müssen wir F1363 hier. Terrellson. Mrs. T. Terrellson. In der Emerald Street. Also Adresse haben wir. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Viel Glück mit Ihrer Wäscherei. Und es hat tatsächlich aufgehört. Es klart ein bisschen auf. Aber das Wetter passt zum Fall. Das ist ein sehr grauenhafter Fall. So, wir fahren jetzt zunächst. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier in die Emerald Street. Ich mache das jetzt einfach mal nach der Reihenfolge, wie das hier auf dem Handy ist. Muss auch nicht immer stimmen, aber ich vertraue jetzt einfach mal dem Handy und den Infos auf dieser Seite. So, hier haben wir nämlich auch noch ein paar Hinweise, eine Befragung, die wir machen müssen. Das ist nämlich, ja, der Wohnsitz haben wir gerade herausgefunden. Eine typische Kleinfamilie, ne? Frau, Mann, zwei Kinder, Spielzeug draußen, ein Boot mit einem Seil. Naja, schauen wir mal. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Terrellson? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Terrellson?
I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think it's procedure. You see to your girls. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. Tja, ist natürlich jetzt auch für die Kinder total grausam. Für den Ehemann natürlich auch. Some bums think filling out a missing persons report actually rules him out as a suspect. Ja, Rusty, super ey. Also, wenn ihr jemanden zum Aufheitern braucht, nehmt auf jeden Fall Rusty Galloway. So, wir schauen jetzt erstmal nach den Hinweisen. Und zwar gehen wir einmal ins Schlafzimmer. Und zwar ist das hier. Dort finden wir nämlich jetzt einmal einen Streichholzbrief. Und auch gleichzeitig den Hinweis, wo sie sich denn immer aufhält. In welcher Bar oder wo die immer hingehen. Baron's Bar. Steht sogar die Adresse mit dabei. Also, perfekt. Und daneben ist noch ein Bild. Das müssen wir auch, glaube ich, umklappen. Ja, mache ich einfach mal. So sah sie also lebendig aus. Tja, und wieder könnte es auf Eheprobleme hindeuten. Das hatten wir bei allen anderen Mordfällen ebenfalls. Dort hat es auch nicht so gefunkt in der Ehe. Also da ging die Ehe auch zu Bruch. Beim letzten Fall, bei den Maldonados war das so. Bei Celine Henry war das, glaube ich, auch so. Und bei den, ich glaube, bei einem Fall auch noch. Beim Goldenen Schmetterling. Genau, dann gehen wir in die Waschküche. Dazu müsste ich einmal hier durch, Ladies. Alles gut soweit. Go away unless you can bring my mommy home. Hey, nicht so frech, Young Lady. Und war mal ein bisschen gesitteter. So, dann haben wir hier die Handtasche von Mrs. Tarleton. Schon komisch, ne? Eine Frau, die ohne Handtasche aus dem Haus geht. Genau, also die Bestätigung, der Lippenstift ist noch ganz. Oder beziehungsweise sieht nicht so aus, als wurde damit jemand beschriftet. Das ist doch schon mal gut. Und dann haben wir daneben, glaube ich, noch den Personalausweis. So sah der damals aus. Der Führerschein. 36 weiblich, 1,63, braune Augen, blond, verheiratet. Theresa, also. Ja, wie viel hat sie denn getrunken, dass sie ihre Handtasche vergisst? Die muss sie ja schon vergessen haben, bevor die da zu Baron's Bar gefahren sind. So, als nächstes haben wir die beiden Herrenschuhe, die natürlich schmutzig sind. Wer hätte es gedacht? Ja, würden natürlich dazu passen, Größe 8. Man kann sehen, ob Pinker die Impression der Krimszene matchen kann. Da deutet jetzt natürlich erstmal ganz viel auf den Ehemann hin. Warte mal, ich muss den... Achso, ich kann nicht den anderen Schuh. Ich kann nur den untersuchen, alles klar. Dann haben wir noch die nasse Jacke, die hier hängt. Die trieft nämlich. Die ist komplett nass. Lars was out in the rain last night. Lars heißt der Gute, also. Tja, das muss er auch dann erstmal erklären. Und dann müssen wir noch einen letzten Hinweis finden, und zwar draußen im Garten. Und zwar müssen wir jetzt an dieses Boot ran. Moment, hier hat auch noch was vibriert. Ach, gut, das ist wieder sowas Unnötiges. Ein Angelhaken und so nur ein Stück von der Angel. Ich glaube, hier links müssen wir rum. Und dann genau an das Boot heran. Und dann hängt ja da dieses Seil, was wir am Anfang gesehen haben. Hier. Und da fehlt ein Stück. Looks like a match with the ligature marks. Wieder dreifach geflochten. Hatten wir auch bei einem anderen Fall. Also, man könnte ja meinen, es ist ein und derselbe Mörder. Was es auch am Ende ist. Aber dazu dann in ein paar Fällen mehr. So, jetzt ist die Frage, muss ich ihn jetzt zuerst befragen? Muss ich da erst ans Telefon ran? Steht hier nichts. Hier steht erstmal, ich soll die Befragung machen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hin und befrage. Da war auch ein Telefon. Soll ich vielleicht erst ans Telefon gehen? Ich weiß es nicht. Ich schaue gerade mal. Info über das Telefon. Ich befrage erstmal. Ich kann ja immer noch zwischendurch ans Telefon gehen. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Theresa. So, jetzt haben wir hier erstmal vier Fragen. Ich glaube, damit sind wir erstmal gut ausgestattet. Fangen wir an. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No.
Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Ja, das ist schon mal gelungen. Ihr seht die Mundwinkel, die Augenpartie. Schade. I think you're lying, Lars. I think you were mad at your wife for embarrassing you in front of your friends. I think you came back here and strangled her and then dumped her body on the hill. You think I strangled my wife? How do you expect to prove that? Ja, durch das Bugseil, mein Lieber. Das hier. Your wife was strangled with triple braid rope. The bowline from your boat is a perfect match. Look, I know this looks bad. I'm gonna have to come to terms with the fact that I let her go. Vielmehr nicht. Schade, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Ich habe das Seil eigentlich für was anderes benutzt. Ausrede. Alles klar. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right. Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Ja, da haben wir jetzt keinen Beweis für, aber wir müssen es anzweifeln. Das stimmt nicht so ganz. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin and calls me. I go and bring her home. Das ist komisch. Hatten die anderen Frauen in den vorherigen Fällen nicht genau dasselbe? Oder die Männer? Dass sie saufen gegangen sind, weil es in der Ehe nicht klappt? Hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Von Fall zu Fall. Zieht sich wie ein roter Faden durch. Mr. Terrelson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Nein. Spill it, Terrelson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. So, und dann haben wir noch den letzten Kontakt mit dem Opfer. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Ja, klingt erstmal glaubwürdig. Der Blick lässt jetzt auch erstmal nicht das vermuten, dass er lügt, aber er lügt tatsächlich, denn You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? Denn wir haben jetzt dieses nasse Hemd, was total triefend in seiner Wäscheabteilung hängt, wollte ich jetzt gerade sagen. Also die hier, die nasse Regenjacke. You were out in the rain. You got soaked, Lars. We found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Thanks for answering our questions, Mr. Terrelson. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Weisheit mit Rusty Galloway. Story right now. Call in, get some uniforms dispatched to check out his alibi. Das war jetzt ausnahmsweise mal was Schlaues. Wir rufen nämlich jetzt bei der Zentrale an und werden überprüfen, ob Operator, give me R&I. Der Typ wirklich bei der Party war, bei diesem Bobby Ross oder nicht. Lassen wir das Alibi mal überprüfen. Cole Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks for your help. So, alles klar, das haben wir jetzt ausgegeben und jetzt muss ich gerade noch mal Rusty fragen. Wo ist er denn? Appreciate your time, sir. Genau, hau rein, mach's gut. Ah, jetzt ist auch das Telefon da weg. Okay, dann hätten wir auch da quasi das Alibi überprüfen müssen. So, hier sind wir erstmal fertig. Jetzt, Rusty, du brauchst dich gar nicht anschnallen. Rück mal einen Sitz weiter. Wir fahren jetzt nämlich zur Baron's Bar. Ja, das machen wir. Wir fahren jetzt als nächstes zur Bar, wo sie halt regelmäßig war. Befragen dort nochmal, glaube ich, den Barkeeper. Und dann, überspringt mal.
diese ganzen Zwischensequenzen, wie gesagt, die lasse ich jetzt nicht laufen, die sind nicht so interessant. Interessanter wird es immer an den jeweiligen Orten. Baron's Bar, 12.38 Uhr PM. Das ist natürlich die richtige Zeit für Rusty, um sich jetzt einen Drink zu nehmen. Rusty, komm, extra für dich, ich gebe einen aus. Gents, Drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrelson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Aha. 38 erst? Naja, ich bin ja immer schlecht, was das angeht. So, letzter Kontakt mit Opfer. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Mhm, jetzt sagt er die Wahrheit. On foot, in a car, by bus, how was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. That brought her socks in a Brazil. Na, lass mal rüberwachsen hier. Was hat sie denn alles getrunken gestern? Baron's Bar, ja. Was stand da drauf? Zwei Whisky auf Eis, ein Manhattan, ein Gin Ricky. Teresa und die Taxinummer, die kann man zurückverfolgen wahrscheinlich. Das müssen wir auch, glaube ich, gleich persönlich machen. Da müssen wir fahren. Ansonsten ist das, glaube ich, ein verlorener Hinweis oder zwei sogar. Machen wir mal weiter. Verdächtiger Landstreicher. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here. But nothing to fit that description. Ja, Barkeeper, das ist so eine Spezies für sich. Die wissen viel mehr, als sie glauben. Also wie es den Anschein hat. Hatten wir ja auch schon bei dem Celine Henry Fall, bin ich der Meinung. Deswegen. Und er weiß auch ein bisschen mehr. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, two creeps were all over her. Promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Na, sag ich doch. Barkeeper wissen meistens immer ein bisschen mehr, als sie, angeben vorher. So, jetzt noch das Taxi. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Das stimmt leider. Das müssen wir ihm glauben. Auch wenn ich gerade gesagt habe, Barkeeper wissen immer ein bisschen mehr, als sie ja anzugeben scheinen, aber das stimmt. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. This is Bates. That's him. LAPD, don't make me chase you, shitbird. Rusty, halt doch einfach mal die Klappe, ey. Weißt du, wir hätten uns den auch einfach ganz in Ruhe schnappen können. Jetzt steht er mir auch noch im Weg rum, ey. Hol lieber mal ein Auto, Rusty. Ah, guck mal. Weißt du, wenn er einfach mal die Klappe halten würde, dann hätten wir auch einfach nett zu ihm hingehen können. Aber nein, Rusty muss gleich wieder alles schlimm machen. Ja, komm, steig ein. Ja, ich hätte ihn auch am liebsten zurückgelassen. Ey, was macht Rusty da? Ist der doof? Vorsicht, jetzt habe ich natürlich auch keine Passanten überfahren, sonst kriege ich... Oh, Schaden. Ja, Rusty, ja, super, ey. Das ist natürlich wieder eine super Spiel-Engine. Wir können Holzzäune normalerweise umfahren, Laternen können wir auch umfahren, aber so ein Holzzaun-Ding... Das kriegen wir jetzt nicht umgefahren. Naja, komm. Los, Rusty, pack deine Waffe aus. Schieß auf die Reifen. Ich gebe mein Bestes. Seht ihr, Holzbänke können wir umfahren. Gar kein Problem. Mülleimer. So, hopp. Schieß auf die Reifen. Ja, sehr gut, dass uns Autos auch noch den Weg versperren. Das ist so typisch, ne? Typische Verfolgungsjagd in so einem Spiel. Jawoll, Rusty. Das war mal eine gute Trefferquote. So. Bates, du hast verschissen. Show me your hands. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Nein.
Hast du nicht. 35 Jahre alt, Richard Bates, Bekannter des Mordopfers Theresa Terrelson. Auf geht's. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? No, we are not finished. Denn das stimmt nämlich nicht so ganz. Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. Aha, interessant. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Ja, doch, weißt du. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice, private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. So, jetzt als nächstes geben wir eine Info raus übers Telefon da hinten und dann müssen wir, glaube ich, die Verfolgung des Taxis aufnehmen. Da müssen wir aber selber fahren, da darf Rusty nicht fahren, weil das ist zu hoch für ihn. Selbst nach jahrelanger Polizeiarbeit ist das nichts für ihn. Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy Able Seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thank you. So, na Rusty, raus noch eine? What now? Teresa's trail leads right to this cabbie's back seat, Phelps. We need to find him. Genau, und das ist nämlich der Fehler, den ich früher immer gemacht habe. Deswegen habe ich das nie mit 5 Sternen, glaube ich, geschafft, weil ich dieses Taxi einfach nicht selber verfolgt habe. Wir müssen das Taxi jetzt tatsächlich selber verfolgen und ich bin sogar der Meinung, wir müssen das Zentralrevier markieren. Denn ich glaube, in die Richtung fährt das Taxi oder ist das Taxi unterwegs. Ich markiere jetzt einfach mal das und dann fahren wir mal ein bisschen rum. Rusty, wenn du einsteigen würdest, wäre ich dir sehr dankbar, denn diesmal fahre ich. So, dann gucken wir mal, wo sich der Fahrer... Ah, guck mal. Das ging aber schnell. Okay, West on 7th Street. Wir müssen jetzt gerade mal gucken. Ah, guck mal, wir sind ja schon auf der 7th Street. Jetzt ist nur die Überlegung, er fährt Westen, also West. Wahrscheinlich nach links oder nach rechts. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fahren geradeaus, mal gucken. Garage on 7th Street. Let's hit it, Phelps. The cab driver might tie this whole thing together. I hope you're right. Ja, jetzt ist nur die Frage, müssen wir weiter geradeaus? Also hier lang? Ich fahre einfach. I'll turn here. Hier nicht abbiegen. Ich fahre einfach und Rusty sagt dann einfach, ob es richtig ist oder nicht. Through this intersection. Oder war es doch die andere Richtung? Ich weiß es nicht. Aber er hat ja gesagt, westlich der 7th Street. Aber wir sind gar nicht auf der 7th Street. Ist das der Taxifahrer? Alter. Ja gut, dann kann ich einmal umdrehen. Mann, bin ich doof. Ja gut, ich muss einmal umdrehen, dann ganz links. Alles klar, okay. You see our taxi anywhere? Nein. Where's that cab got to now? 11K, yellow cab number 3591, sighted at the corner of Wilshire and Whitmer. Repeat, Wilshire and Whitmer, 11K. So, wieder eine andere Position. Ich glaube, das geht jetzt immer hin und her, ey. Wilshire und Whitmer. Da war es das letzte Mal. Wo ist denn Wilshire? Wo sind wir überhaupt? Wilshire und Whitmer. Wo ist denn hier Wilshire und Whitmer? Ich muss jetzt ein bisschen suchen, ne? Das ist ein bisschen unangenehm. Ah, hier ist Wilshire. Da, Wilshire und Whitmer. Grand Avenue, Wilshire, Union, Boulevard. Wir müssen erstmal auf die 7th Street, glaube ich, drauf.
Ansonsten bringt uns das nicht viel. Ich glaube, wir müssen hier mal zurück. Ich fahre mal in die Richtung weiter. Ich bin auch der Meinung gewesen, dass wir das Taxi irgendwann... LOL. Gut, also wir fahren in Richtung der Flagge. Mehr kann ich jetzt auch erstmal nicht machen. Ich denke mal, hoffentlich den entscheidenden Hinweis werden sie uns gleich geben. So, hier wurde der also zuletzt gesichtet. Alright, so where's the cab? Wo ist das Taxi? Das ist eine gute Frage. Hier steht es jetzt leider nicht. Widmer, ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Wir stehen jetzt hier. Wo ist denn die Widmer Avenue? Ist sie vielleicht hier, wenn ich ein bisschen näher rangehe? Hier ist Wiltshire, Union, Widmer. Guck mal, vielleicht fahren wir nochmal ein bisschen geradeaus. Wiltshire und Widmer. Vielleicht steht er ja irgendwo hier. Beziehungsweise vielleicht fährt es ja irgendwo hier. Okay, also ihr seht, es geht jetzt gerade ein bisschen hin und her. Da, Ecke 6th und Valencia. Wo sind wir denn jetzt? Ich bin jetzt gerade ein bisschen orientierungslos. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Da waren wir gerade. 7th Street. Ach, da sind wir. Wir müssen einmal umkehren. Okay. Also, wir müssen einmal umdrehen und dann war es doch da. Mein Gott, das ist jetzt so ein kleines Suchspiel. Das ist ja wieder was für mich. Aber ich glaube, jetzt muss es uns eigentlich gleich in die Quere kommen. Also theoretisch, wenn es jetzt bei der Flagge da ist. Ist mir die Frage, wo ist das? Hier ist jetzt die 6th und Widmer, ne? Oder Valencia. So, hier wurde das Gesicht, aber ich sehe es nicht. Wo ist es denn? Ist das hier unten irgendwo vielleicht? Fährt das da unten? Nein. The search continues. Ja, super, ey. Car 11K, aha. Cab 3591 was just seen leaving Dewey's car sales, driving north on Union Drive. KGPL. Gut, aber da muss es jetzt hier irgendwo in der Nähe sein. Also guck mal. 3591, that's him da. There, Phelps. Hit the siren. Stopp! Anhalten! Gefunden! LAPD, we're investigating a murder. What's that got to do with me? The fare you picked up from Baron's bar last night. What was the woman wearing? It's a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day. Also, wichtige Infos, auch bezüglich jetzt Bewegung des Opfers natürlich. Den Taxifahrer haben wir als neue Option. Und jetzt fährt natürlich unser geschätzter Kollege. I'm stumped. Ideas? Can you drive to this one? Sailor boy offering himself up on a plate back at Central. Let's go. Also, auf geht's. Jetzt gehen wir ins Zentralrevier zurück. Diese Sequenz hat mir nämlich immer gefehlt bei meinen Durchläufen hier bei LNOA. Das habe ich, glaube ich, nie gemacht und deswegen habe ich mich auch immer gewundert, wo die letzten Hinweise geblieben sind. So, jetzt also Zentralrevier 1:42 PM. Befragen wir mal den Seemann. He's in interview too. Put him down on my staff. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough, who looks like he's in trouble and knows it. Also, Interview Room 2, da geht's einmal hier lang. Guck mal, da ist doch schon die Tür für uns auf. Perfekt. Detective Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup. So it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble, that's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. James Jessup, 24 Jahre und bei der Marine? Nee, Vollmatrose bei der US Navy, mit dem Opfer in der Mordnacht gesehen. You went to Baron's Bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure.
We had a couple of drinks. Ja, müssen wir anzweifeln. Ihr seht, anhand seiner Mimik, der weiß noch mehr. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. So, Vorfall mit Bates. Nächste Frage. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrelson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Ja, haben wir schon. Mein Gott, der hat aber auch ein breites Kreuz, ne? Aber auch da müssen wir es wieder anzweifeln. Stimmt nicht so ganz. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. Ich frage mich auch, was Rusty die ganze Zeit neben ihm macht. Ah, jetzt steht er wieder hinten. Alles klar. So, Bewegungen vor dem Mord. Where did you go after the Crystal Ballroom? Well, I think the wind had gone out of her sails by then. She caught a cab and I caught a bus back to the base. Hm, auch da müssen wir es anzweifeln. Also ich meine, wenn er nichts zu verheimlichen hat, das frage ich mich immer wieder, warum sagen die nicht einfach die Wahrheit? Sind die doof? We spoke to the cab driver. Tell us what really happened at the Crystal Ballroom. I'd had enough. She was all upset about her husband balling, about her kids. She looked old. Left around closing, maybe 1:30. We got on a bus and she fell asleep on my shoulder. Which bus? An All-American, 249. I went past her place. She jumped off and I stayed on it downtown. After that, I caught another bus to San Pedro. The Indiana's down there. She's being scrapped. And that was the last you saw of Teresa? Yeah, that's right. We didn't say much. I think she was kind of embarrassed. Ah, weiterer wichtiger Hinweis, der Bus. Den müssen wir, glaube ich, auch gleich noch verfolgen. So wie sich das angehört hat. The cab driver said that you were getting pretty familiar with Teresa. It's not how I'd put it. Ja, da ist das Schmunzeln auf seinem Gesicht. Was habt ihr denn sonst gemacht? So the last thing you wanted was her playing hard to get. Did that make you mad, Sailor? Yeah, it did. She knew what a guy's looking for, all broads do. Dancing comes second. And what happened at the Crystal Ballroom? Nothing. Not even a little hand relief. She had another couple of drinks. There was no fun left in her. Just poured her guts out to some bartender. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in two in a cell and inform the commander? Sure, detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record, too. He's wanted in connection with two female assaults. Thanks. Also, ist alles sehr zweifelhaft, ne? Obdachlosenlager untersuchen. Pedro and check his locker? Let's see if the bus story checks out. There's a depot at 1660 Beverly Boulevard. Ja, guck mal, wenn Rusty schon so Bescheid weiß, dann fahren wir doch dahin. Ich glaube, auch diesen Busbahnhof habe ich nie gesehen bis heute. Also das ist, glaube ich, auch selbst für mich blind. Jetzt überprüfen wir das mal. Wow. Unser Kollege Kurt Phelps slidet im Moonwalk-Style auf den Beifahrersitz. Aber wie gesagt, dieser James Jessup, alles zweifelhafte Antworten. Also, der ist noch nicht raus aus dem Kreuzfeuer. Schauen wir mal, was hier ist. Busbahnhof, 1.49 p.m. Sieht auch sehr runtergekommen aus. Hm. Aber hier ist gar keiner. Was sollen wir denn jetzt machen? Any ideas? Teresa definitely took the bus from the Crystal Ballroom. We need to find that bus. We need to check the bus depot. Ja, wir sind doch hier beim Busbahnhof, Rusty. Ich guck jetzt mal rein. Vielleicht hilft uns da drin irgendeiner weiter. I don't need this. And thank you, ma'am. You have a safe trip now. Where are you boys headed today? LAPD. We're after the driver of All-American 249. Would have been around midnight onwards last night. Just a minute. Frank Zeffirelli. He's your man. Where can we find him? Frank is out on the 74. Can you tell us the route? Hang on. Should have it mapped out here somewhere.
Warum sagt sie es uns nicht einfach so? Also, das ist also die Strecke, die er abfährt. Wiltshire Boulevard, Heaven Street. Alles klar, das ist ja bei uns eigentlich, ne? Wiltshire Boulevard. Gucken wir mal weiter rein. Oha. Ah, das ist nochmal ein bisschen genauer. So, also, wir sind jetzt bei Nummer 1, geradeaus. Alles klar, das wird jetzt auch wieder ein bisschen rumgefahren, aber ist doch eine relativ schöne Sache. Jawohl. Und es ist sogar unten auf der Map markiert. Ich schaue gerade mal. Schaut mal, wir müssen also gar nicht selber denken. Das Spiel hat schon für uns mitgedacht. Und das habe ich, bin ich wirklich der Meinung, noch nie gemacht. Das ist für mich wirklich jetzt auch blind, dass sie diesen Bus verfolgen müssen. Das habe ich noch nie gemacht. Nee, ich will das gar nicht. Ich will die Strecke abfahren. Und zwar mit Sirene. Müssen wir halt jetzt leider machen. Ist so, wie es ist. Und wir haben Rusty vergessen. Ah, Rusty, just a minute. Der ist aber auch immer langsam, ne? Anstatt der einfach ein bisschen schneller ist. So, Rusty, hopp. Steig ein jetzt. Das nächste Mal fährst du selber mit dem Bus. Three suspects in the can and one on the hoof. And still no hard evidence on any of them. KGPL, Dakar 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Only have time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, could we have Lars Carrollson picked up? 11K, roger. Boah, so viele Verdächtige in diesem Fall. Das ist echt ein bisschen kniffliger diesmal. Ja, muss man machen, ne? Manche Fälle dauern halt ein bisschen länger. Das wird jetzt wahrscheinlich dieser hier sein. Und manche Fälle gehen halt auch relativ schnell. Aber ich finde das ziemlich nice, muss ich sagen. Ich mag solche Polizeiarbeiten, so Detektivarbeiten. Und wir sind ja auch schon mit der Hälfte fertig dann theoretisch. This kind of rigorous search is what police work is all about. Discipline. Save it, Phelps. You're just as bored as I am. Ja, Rusty ist einfach so ein typischer Polizist, der echt 30 Jahre lang schon gearbeitet hat, der einfach auf gar nichts mehr Bock hat. Und deswegen jetzt irgendwie versucht, sich über Wasser zu halten, würde ich gerade sagen. Aber ihr wisst, was ich meine, sich so ein bisschen zu unterhalten. Aber ich hatte den Bus noch nicht gesehen. Der ist wahrscheinlich an der allerletzten Station. Dieser Typ. Und dann müssen wir nämlich zum Obdachlosenlager, um dann nochmal ins Zentralrevier zu fahren. Also das sind die letzten Schritte, bin ich jetzt so der Meinung. Steht auch hier so auf dem Handy. Und wenn das Handy das sagt, dann wird das schon stimmen. Was für eine lange Busroute. WTF. Aber wir sind, glaube ich, gleich einmal rum. Ich sehe noch keinen Bus. Die sind ja nicht gerade klein. Einmal noch hier über diesen langen Boulevard. Ich mache die Sirene mal aus, glaube ich. Gleich, die ist ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe still no sign of him. Did you doze off, Rusty? I think you slept through my solving the case. Yeah, yeah, very funny. You just give me a nudge if you see him, right? How about you nudge me? Oh, Rusty. Ist ja doch ab und zu mal für ein Scherzchen zu haben. Ist ja so ein ganz, so ein Brummbär halt, ne? Aber ein cooler Typ. Ich glaube, mit dem kann man öfter mal ein Bier trinken gehen. Ich glaube, das ist ein ganz geselliger Typ. Ja, aber immer noch leider kein Bus. Aber wir haben die Route ja noch nicht ganz abgefahren. Es ist da drüben so ein größeres Auto, oder? Ne, es ist nur so eine... Habe ich mich verguckt. Vielleicht waren wir auch zu schnell unterwegs oder haben einfach die Route falsch mal abgefahren. Aber das müsste ja egal sein. Ob ich jetzt rechts rumfahren würde oder links, das ist ja egal. Es kommt ja immer aufs Gleiche hinaus. Oh, oh, oh. Aus dem Weg, Polizei! Sie behindern die Polizeiarbeit. Go away. So, jetzt sehen wir gleich einmal rum, oder? Sind wir schon wieder vorbei am Busbahnhof? Ich weiß das gar nicht. Ich fahre einfach. Da vorne sieht so ein etwas... Da vorne könnte er sein. Da vorne ist er doch, guck mal. Da ist der Bus. So, zack, einmal anhalten bitte. So. Steigen wir mal aus und sprechen mal mit dem Busfahrer. Is some kind of problem, buddy? LAPD, we're investigating a murder. You had a sailor and a woman in a green dress on your bus late last night? That's correct. And the woman got off first, around 2 a.m.? Yeah, that's right. And the sailor stayed on all the way to downtown. Can you tell us where you let the woman off? On California Street.
To tell you the truth, she looked a little lost, like she got off on the wrong stop or something. I didn't like dropping her off near that hobo camp. You've been a big help, Mr. Zeffirelli. Und tschüss, Alter. Ja, gib erstmal Gas und dann bremst mal wieder. Stark. So, also da haben wir nun also die Bestätigung, dass sie wirklich in der Nähe des Obdachlosenlagers rausgesetzt wurde und deswegen kann eigentlich der Seemann nicht unser Mörder sein, weil er ist ja weiter nach Downtown gefahren. Also jetzt fahren wir zum Obdachlosenlager und dann fahren wir nochmal ins Zentralrevier. Und dann bin ich der Meinung, war es das auch mit dem Fall. Dann haben wir ganz schön viele Fragen beantworten lassen, Hinweise gefunden. So, dann überspringen wir bitte lieber Rusty. Aber ich habe diese Bustour noch nie gemacht. Ich fahre die zum allerersten Mal, bin ich der Meinung. Naja, ist ja auch egal. Obdachlosenlager, 2.39 Uhr PM. Oh, hier wird Mundharmonika gespielt, sehr cool. Ich glaube, jetzt gibt es gleich eine Schlägerei oder so. Bahnt sich schon so an. LAPD! We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. Six rounds won't get us far. We need you to stay copacetic, Phelps. We need to hold out till the cavalry arrives. How do we do that? Like this. Yeah, das ist, glaube ich, das Gebiet von Rusty, eine Schießerei. Und wir müssen uns jetzt einmal kloppen hier. Der bringt mich gleich um. Alter, das gibt's doch gar nicht. WTF? Der bringt mich einfach um. Alter. Zwei, drei härtere Schläge, aber das kann ja nicht sein, ey. Junge, das kriegst du jetzt doppelt und dreifach zurück, ey. Glaub's ja wohl nicht, ey. Da lasse ich mir von so einem Obdachlosen aufs Maul hauen. Dafür war ich nicht umsonst im Okinawa-Krieg. Nimm das. Unglaublich. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Tja, und schon haben wir einmal aufgeräumt. Seht ihr? Kaum kommt's LAPD, schon ziehen sie alle ihren Schwanz ein. Toss it, see what you find. Rusty, ey, die Sprüche manchmal, die sind einfach zu nice, ey. Mit der Verbindung Stalin, Russland, Kreml. So, hier haben wir jetzt noch zwei Hinweise. Und zwar einmal haben wir hier ein blutbeflecktes Seilstück. Oh, was für ein Zufall. Hat sich wieder einer einen Spaß erlaubt. So, zack, einmal drehen. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrellson's chin. Also ich würde mal sagen, dadurch, dass dieser Typ von der USS Indiana, also von der Navy, der Matrose, schon mal wegfällt und der Mann, glaube ich, auch nicht seine Frau umgebracht hat, führt eigentlich die Spur zu Stuart Ackerman. Aber wir lassen uns nochmal 100% überzeugen. Jetzt haben wir noch hier die Geldbörse mit ihren Initialen drauf und ich glaube, dem Ticket zum Crystal Ballroom? Ja, guck mal an. Doesn't look like much of a dancer. Tja, die hat er dann wohl gefunden. Also, Stuart Ackerman verhören. Aber da liegt links irgendwie noch so ein Bild. Kann ich mir das mal anschauen? Ich glaube, das ist er gewesen. Ich glaube, er war selber mal. Naja, ist aber interessant. Das ist, glaube ich, Stuart Ackerman bei der Marine. So, auf geht's, Rusty Cop. Wir haben gleich Feierabend. Aber dazu müssen wir jetzt noch eine kleine Verhörung machen. Und dann haben wir diesen Fall abgeschlossen, der jetzt schon fast eine Stunde geht. Aber ich hoffe trotzdem, einige von euch bleiben dran. Zentralrevier ist jetzt also der letzte Ort, den wir besuchen werden. And then it's over for this video. Rusty, komm, mach hin, dann schaffen wir es noch zum Abendessen pünktlich. Das ist aber eine triste Gegend hier, ey. Also, naja. Ein letztes Mal noch verhören wir jemanden. 2.42 Uhr PM. We're going this way. Okay, ach, diesmal ist er in Interview Room 1. Alles klar. Auf geht's. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government
puts weight like that on a man's shoulders. You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Natürlich nicht. Also, Stuart Ackerman, 36, Blut übersehen und eventuell der Mörder von Theresa Tarleton. Why did you kill Mrs. Tarleton? I have no recollection of the people I have killed. Oh, das ist einer von der eiskalten Sorte. Der lässt nicht viel mit sich reden, aber das müssen wir anzweifeln. You hate women, Ackerman. More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Tarleton? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. Alter. Kranker Typ, ey. Frauenhasser, Vergewaltiger, nicht schlecht. Reicht fürs Gefängnis, glaube ich. A bus driver dropped Mrs. Tarleton near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Ah, Schlaumeier. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed. But I've killed many of them. Their necks are so fragile. Where were you around 2 a.m. last night? At the camp. Müssen wir auch anzweifeln. Wie die anderen beiden Fragen auch. You have an alibi? Someone reliable. Someone who will be around on the day of the trial. Fuck your trial. The capitalist system needs another victim from amongst the masses. So be it. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Theresa Tarleton. Bumm. Ah, guck mal, das ist ja unser Mörder vom letzten Fall. Die sitzen jetzt alle schön nebeneinander. Zelle für Zelle. Da kann er noch so böse gucken. Das war's für ihn. Tja, doof gelaufen, Ackerman. A man down on his luck, I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society, I cannot stomach. Maybe poor Theresa Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Ja, ich sag ja, Rusty Galloway wird noch froh sein, dass er mich als Partner gehabt hat. Er muss das noch genießen, denn wir haben nicht mehr viele Fälle. Aber für diesen Fall, seht ihr, wir haben 17 gefundene Hinweise, 17 Fragen richtig. Ein früher Besuch im Obdachlosenlager hätte vielleicht eine Spur gebracht, aber viel Glück dabei, vernünftige Zeugen zu finden. Ja, also man kann den Fall so oder so abschließen. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, wie es auf dieser Seite stand. Egal, 5 Sterne, ehrenhaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war jetzt ein bisschen länger. Aber so oder so ähnlich werden jetzt auch die nächsten Fälle sein und wir kommen so langsam dem Morddezernat Ende entgegen. Es wird nämlich wieder bald einen Wechsel geben, aber bis dahin wird es noch richtig cool. Deswegen, ich teaser das schon mal so ein bisschen an. Seid dabei, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Fall wieder. Ciao, ciao.